Hallo Leute, guten Morgen Leute und herzlich willkommen in meinem neuen Zuhause. Es sind in der kurzen Zeit schon wieder mega viele Sachen passiert und obwohl das letzte Update-Video gerade erst mal eine kurze Zeit her ist, gebe ich euch jetzt hier das nächste, weil es echt schon wieder, ja, so viel passiert. Nummer 1 und ich glaube das ziemlich offensichtlichste sind meine Haare. Richtige Transformation. Ich weiß gar nicht, wie das in der Kamera aussieht, also es wird auch noch so ein bisschen heller, denke ich mal. Ich finde, es sieht total aus wie braun, aber es ist eigentlich, sie hat es Auburn genannt. Auburn. Es hat irgendwie so einen Rot-Touch drin, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. So viel jetzt erstmal zu meinen Haaren. Ich habe vor kurzem ein Instagram-Bild gepostet, wo ich so ganz viele Haarfarben von mir bearbeitet habe und habe euch mal abstimmen lassen. Leute, ihr habt so viel abgestimmt und es war so interessant, aber es haben voll viele gesagt, dass mir diese Haarfarbe so aus diesem ganzen Roulette ganz gut steht. Aber ich habe niemandem verraten, dass das schon das Original ist. Ja, auf jeden Fall, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es gefällt euch auch hier jetzt auf YouTube, live in motion. So viel jetzt erstmal dazu. Jetzt kommen wir zu dem interessantesten Part und zwar, ich bin endlich angekommen. Der Umzug ist geschafft. Noch nicht ganz, ich habe noch einiges zu tun. Aber der Großteil ist geschafft, ich bin angekommen und wir befinden uns jetzt hier in meinem Schlafzimmer. Richtig, richtig schön. Hier seht ihr auch, ich habe eine große Tür, ich bin im Erdgeschoss. So viel jetzt erstmal schon dazu. Ihr könnt wahrscheinlich auch schon erahnen, dass sich dieses ganze Ding hier nicht mitten in Dublin befindet, sodass ich Dublin verlassen habe. Also jetzt, um euch mal schon so ein paar Details zu geben. Ja, ich habe Dublin verlassen. Um euch da auch nochmal so eine kleine Rückblickgeschichte zu geben. Ich wurde ja ziemlich kurzfristig aus meiner Wohnung mal wieder rausgeschmissen. Das ist hier in Irland so üblich, weil die Mietsituation hier relativ schwierig ist. Und jetzt musste ich kurzerhand was anderes finden. Generell habe ich mir das Ganze schon so ein bisschen gedacht. Eine ganze Hintergrundgeschichte, die ich euch im letzten Video gar nicht verraten hatte dazu, war eigentlich, ich habe jetzt im Mai mein Diplom an der Uni beendet mit Gesang und hatte mich jetzt eigentlich, ich hatte schon so eine Audition für das nächste Jahr, weil ich ein weiteres Jahr mit dem Diplom in Songwriting machen wollte. Und ich bin zu diesem Vorstellungsgespräch quasi gegangen. Ich musste 3 selbstgeschriebene Lieder vorbereiten und die da halt auch vortragen. Ich habe es auf mehreren Instrumenten gemacht. Und ja, es war eigentlich ziemlich stolz auf mich, dass es so gut geklappt hat. Und die haben auch gesagt so, wow, ja, voll cool, also wird wahrscheinlich bestimmt was. Und ja, so ist es tatsächlich auch gekommen. Ich habe dann relativ schnell auch die Zusage bekommen, dass die mich akzeptiert hätten für ein weiteres Studienjahr. Aber nichtsdestotrotz, es war jetzt einfach im Endeffekt gar nicht möglich für mich, weiter in Dublin zu bleiben. Also einfach aus dem Punkt Wohnung und dann natürlich auch einfach Lebenssituation. Also es war schon, für mich ist es echt so eine Grenzerfahrung, halt auch in einer WG zu wohnen. Auf der einen Seite finde ich es manchmal ganz schön, aber das ist für mich einfach nichts Dauerhaftes. Ich glaube, ich bin dafür einfach ein bisschen zu alt auch. Und so ein bisschen zu eigensinnig. Also ich bin schon ein sehr eigensinniger Mensch. Vor allem mit meiner Sensibilität. Man darf bei mir nicht zu sehr stinken. Nee, also ich kann einfach auch bestimmte Gerüche nicht ab. Und ich schlafe halt auch sehr gerne nachts. Und gehe halt wenig aus und trinke halt nicht. Ne? Also ich habe halt einen ziemlich langweiligen Lifestyle. Und wenn dann halt jemand anders ist, dann matcht das halt nicht so ganz. Aber ja, es ist halt jetzt auch nicht so üblich, dass Menschen so einen langweiligen Lifestyle haben, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr froh, wieder auf eigenen Beinen zu stehen oder in meinem eigenen Zuhause zu sein. Oh, es ist so warm. Das ist besser. Okay, es geht weiter. Jetzt die Frage dazu, wo bin ich denn jetzt gelandet, wenn ich schon nicht mehr in Dublin bin? Leute, ich bin so weit weggezogen. Ich bin so weit weggezogen. Boah, ich bin wieder so weit weg. Ich bin wieder richtig, richtig auf dem Land. Also ich kann hier nicht mal WLAN haben so richtig. Ich habe jetzt so ein Satelliten-Internet irgendwie. Also so abgelegen ist das.
Also richtig geil. Und der Vorteil davon ist natürlich, ne, ich habe wieder eine Küche. Leute, ich freue mich so, euch Kochvideos zu machen. Ich habe das im letzten Video, glaube ich, schon gesagt. Ich lechze einfach wirklich danach, auch für mich selber zu kochen und im Folge dessen euch auch wieder zu bekochen, euch da wieder so ein bisschen mitzunehmen. Mir hat das so gefehlt über die letzten Monate. Ne? Wisst ihr, so eine Auszeit in Dublin war zwar ganz schön jetzt, aber mir reicht es auch wieder. Ich bräuchte eigentlich so einen Mix, wisst ihr? So wie so ein Ferienhaus oder sowas, glaube ich. So viel jetzt schon mal dazu, wie es jetzt weitergeht. Ihr bekommt auf jeden Fall sehr leckeres Essen zu sehen, worauf ich mich schon sehr freue. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich natürlich eine Haustour haben. Ja, und ich kann schon gar nicht drauf abwarten, euch die zu geben, weil das Ding ist echt cool und ich freue mich auch richtig, weil ich kann jetzt hier endlich mal länger drinnen bleiben. Also das ist sowas richtig Offizielles, richtig nicht, also früher die ganzen Cottages und so, die habe ich immer so über Kontakte, Airbnb-mäßig, so Holiday Homes halt irgendwie bekommen. Und jetzt, weil die anderen Hütten, die waren halt immer nur so vorübergehend. Und entweder ich wusste, dass ich raus muss oder es war halt einfach, ja, es war halt einfach nicht so. Und jetzt ist es halt, also ist wirklich, also von beiden Seiten wirklich abgeklärt, dass das jetzt hier auf jeden Fall mal mindestens steht für eine gute Weile. Und ja, ich freue mich jetzt einfach mal drauf, irgendwo auch wirklich mal anfangen, irgendwas zu planen, Wurzeln zu setzen. Und ich freue mich. Ja, also ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Okay, aber jetzt habe ich euch immer noch nicht verraten, wo ich jetzt eigentlich bin, wenn ich jetzt nicht mehr in Dublin bin. Also wie schon gesagt, ich bin sehr, sehr weit weggezogen. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse das jetzt erstmal fürs Update, für heute. Ich gebe euch die Roomtour sehr bald, weil ich möchte wirklich hier alles fertig vorbereitet haben und euch das Ganze wirklich zeigen, wenn ich auch alles richtig ausgepackt habe und dekoriert habe, weil, ja, ich meine, ich kann es zwar nicht abwarten, aber ich würde es euch wirklich gerne schön zeigen und nicht so halbherzig jetzt, wie es ist, auch wenn ich schon fast nicht abwarten kann. Und dann werde ich euch auch verraten, wo ich bin. Und ja, genau. So viel jetzt erstmal dazu. Leute, ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Ja, viele Neuigkeiten, also neue Haare, kein Studium, aber dafür eine neue Bleibe. Ne? Man muss halt auch irgendwie eine Balance finden. Ne? Es geht immer up und down. Aber Hauptsache, man ist glücklich, ne, und macht das Beste draus im Leben. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Der Herbst bricht an. Winter steht vor der Tür, Weihnachten, Kekse und die leckerste Herbstküche. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, Abo dalassen nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.